droht den gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen das finanzielle Aus, Kostenschock für Versicherte, Sorgen und Nöte der Menschen, vor allen Dingen in den Pflegeheimen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, heute ist der 15. Oktober 2024. Ich habe heute früh das ZDF Morgenfernsehen, das Morgenmagazin, mir mal angeschaut. Das war also wirklich sehr interessant. Moderatorin dort in dem Morgenmagazin Dunja Hayali und Moderator Mitri Sirin. Und dort geht es, oder in diesem Morgenmagazin ging es unter anderem auch um die Finanzlage der Krankenkassen und Pflegekassen. Und ich zeige Ihnen das mal ganz kurz in der Aufstellung, was da gelaufen ist. Und die Frau Hayali hat hier unter anderem den gesundheitspolitischen Sprecher der CDU, Tino Sorge, am Mikrofon gehabt und hat ihn interviewt und hat ihn auch entsprechende Fragen gestellt zum Thema Gesundheit, Finanzlage der Krankenkassen und auch der Pflegekassen. Der Herr Sorge hat dann, wie sollte es nicht anders sein, erstmal schwadroniert und hat sämtliche Schuld auf den Gesundheitsminister Lauterbach geschoben. Daraufhin hat dann Frau Hayali doch mal auf die Verantwortung der CDU in den letzten 20 Jahren hingewiesen. Die haben ja auch einen Gesundheitsminister gestellt. Und dann kam eine ganz entscheidende Frage von Frau Hayali und die fand ich also total wichtig. Sie fragte dann den Herrn Sorge, warum denn hier nicht auf die, also sinngemäß, warum denn hier nicht auf die Wünsche der Bevölkerung eingegangen wird, dass man eine entsprechende Einbeziehung der Beamten, Politiker und Selbstständige in die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen vornimmt. Denn die Beitragszahler für die gesetzliche Krankenversicherung und Pflegeversicherung monieren das und sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein, wir müssen zahlen, aber die anderen nicht. Und daraufhin hat der Herr Sorge doch ziemlich rumgeeiert und hat erstmal gar keine Antwort dazu gefunden, sondern das typische Politiker-Ausgerede oder Ausreden der Politiker. Und dann auf zweite Nachfrage hin kam dann der alles entscheidende Satz von Herrn Sorge, ja, darüber müsse man auch mal reden, meine Damen und Herren. Naja, also das war schon mal ziemlich interessant, das sozusagen als Einstieg in dieses Video. Und dann habe ich, meine Damen und Herren, dieses Video hier mir mal angeschaut, was auch im Morgenmagazin gekommen ist. Und wir haben dann dort, und ich habe hier das mal für Sie rausgeholt aus dem Internet, aus der Mediathek. Und Sie können sich das bitte mal ganz kurz anschauen, zumindest die ersten Sekunden. Und dann auch das, was der Gesundheitssprecher des GKV-Spitzenverbandes zu sagen hat. Hören wir uns Leiterin des Seniorenzentrums Kröpelin in Mecklenburg-Vorpommern versucht zu beruhigen. Jeder werde weiter gut. Also, wir haben hier ein Pflegeheim in Kröpelin und die Leiterin des Pflegeheims versucht, die Leute da zu beruhigen. Die sind sehr, sehr aufgebracht, weil zur Not sind. Sie haben Angst, ob sie denn dort als Seniorinnen und Senioren, die dort gepflegt werden, weiterhin gepflegt werden können. Und das schauen wir uns mal weiter an. Versorgt, doch die Kosten für die Bewohner steigen und steigen. Inzwischen braucht hier fast jeder zweite Hilfe vom Staat. Es ist für die Bewohner schwer, zu den Ämtern zu gehen und dort zu sagen, ich benötige Hilfe, was wir auch verstehen können. Das ist nicht in Ordnung. Ja. Meine Damen und Herren, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind hier keine Einzelbeispiele, sondern mir wurde zum Beispiel in einem Telefonat am 14.10.2024 in Nordhausen zum Beispiel, in Thüringen, dass de facto viele Leute ihre Pflege nicht mehr bezahlen können und die dort ihre Häuser verkaufen müssen, damit sie weiter im Pflegeheim ihren Pflegeplatz bezahlen können. Im Schnitt in Nordhausen kostet der Pflegeplatz 3.500 Euro, meine Damen und Herren. Und erst dann, wenn das gesamte Vermögen aufkommt, also wenn die da nicht mehr drinne wohnen, in den Wohnhäusern und da auch kein anderer Familienangehöriger drinne wohnt, sind diese Häuser dann letzten Endes tatsächlich
nach Rechtslage verwertbar. Ne? Und leerstehende Häuser kann ich verkaufen und dann werden die halt eben für ein Appel und ein Ei verknüppelt. Und das Geld, meine Damen und Herren, muss dann für die Pflege aufgebracht werden. Und wenn die Kohle alle ist, erst dann kommt der Sozialstaat und die Sozialhilfe und übernimmt dann einen Teil dieser Kosten. Hören wir uns das mal weiter an. Den Ämtern zu gehen und dort zu sagen, ich benötige Hilfe, was wir auch verstehen können. Das ist nicht in Ordnung. Ja. Ob es besser wird, ob der Laute macht, da das hinkriegt, glaube ich nicht. Da spielt die Regierung schon nicht mit, da spielen die ganzen Funktionäre nicht mit. Also ich glaube nicht, dass er das hinkriegt, dass die Heime besser gestellt sind. Ich frage mich, was wird denn mit meiner Zukunft auch sein? Hier ist es ja jetzt so, dass alles noch geregelt ist und dass man dann eben halt zum Sozialamt gehen muss und dass die auch die Kosten übernehmen. Aber wie sieht es denn mit unserer Generation dann später aus? Ne? Das ist natürlich dann die Frage, die bleibt. Ne? Ja, meine Damen und Herren, und Sie hören es ja an diesen beiden Beispielen. Ja, einmal eine wahrscheinlich pflegebedürftige ältere Dame, die klipp und klar sagt, der Lauterbach kriegt es nicht hin. Die Funktionäre haben was dagegen, wahrscheinlich meint sie damit die Lobbyisten und auch die Parteifunktionäre. Und dann eine Angehörige einer zu Pflegenden oder der Angehörige einer Pflegeperson, die berechtigterweise natürlich die Frage stellt, ja, was ist denn mit mir? Was passiert denn mit mir, wenn ich mal gepflegt werden muss? Habe ich dann auch noch die Chance, einen Pflegeplatz zu bekommen im Pflegeheim oder in häuslicher Pflege? Und das sind die Fragen, die die Menschen tatsächlich umwerfen. Ja, und ich gehe jetzt einfach mal weiter und zwar hier bei dem Sprecher von den Krankenkassen, meine Damen und Herren. Und das müssen Sie sich auch bitte mal anhören, was der da zu sagen hat. Das finde ich eigentlich ganz interessant und bringt eigentlich halt die Beiträge. Das ist ja keine zukunftsfähige Lösung. Und das ist etwas, was für wahre Selbstverständlichkeit, naja, dann steigen halt die Beiträge. Das ist ja keine zukunftsfähige Lösung. Und das ist etwas, was wir von der Politik erwarten, egal welcher Couleur, dass sie sich damit auseinandersetzt, wie soll das bitteschön grundlegend langfristig gelöst werden. Und da sehen wir keine Antworten im Moment. Doch. Ja, meine Damen und Herren, und genau das ist das Problem, auf was ich auch immer wieder hinweise. Wir bekommen von der aktuellen Politik und Co. keine klaren Hinweise, wie geht es denn in der Zukunft mit der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung weiter. Es wird immer nur kosmetisch operiert. Lauterbach hat ja angekündigt und hat gesagt, ja, es kommt eine Reform der Pflegeversicherung. Das Problem ist aber, dass das Substanzielle, das Grundsätzliche in der Pflegeversicherung nicht gelöst wird. Und das ist das Demografieproblem. Wir brauchen schlicht und ergreifend mehr Beitragszahler in das System. Und das Gleiche gilt auch für die gesetzliche Krankenversicherung. Und der Sprecher von dem Spitzenverband der Krankenkassen, GKV-Spitzenverband, hat es ja letzten Endes angedeutet, dass wir hier etwas brauchen. Und das kam ja im Übrigen auch in dem Gespräch oder in dem Interview von Dunja Hayali mit dem gesundheitspolitischen Sprecher der CDU, Herrn Sorge, auch zum Gespräch. Was ist denn mit den Leuten, die nicht in das System einzahlen? Beamtinnen und Beamte, Politikerinnen und Politiker und auch Selbstständige. Die müssen doch alle mit einzahlen, denn die profitieren doch auch letzten Endes von diesem Topf. Und meine Damen und Herren, und das ist genau das Problem, um das es hier geht, dass wir in Deutschland eine einheitliche Bürgerversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung brauchen. Das ist der Einstieg in eine große, fundamentale Reform des Gesundheitssystems. Dass wir natürlich mit dieser Bürgerversicherung die Probleme für die Zukunft nicht komplett lösen, die Finanzprobleme. Das ist doch klar, das ist doch völlig normal. Aber das Totschlagargument der Gegner dieser Bürgerversicherung heißt ja, wenn ein Beamter in die Krankenkasse dann einzahlt, hat er ja Ansprüche. Ja und, meine Damen und Herren, jeder neue Arbeitnehmer, der einen Job beginnt in Deutschland, hat auch Ansprüche gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen. Das ist doch völlig normal. Also dieses Argument, meine Damen und Herren, kann man schon gar nicht mehr hören, sondern wir müssen dann auch uns Gedanken darüber machen, wie stellen wir das Gesundheitssystem auf? Stellen wir es marktorientiert auf, dass also Gewinn gemacht wird, oder stellen wir es im Rahmen der Daseinsvorsorge auf und sagen, okay, es wird dann steuerfinanziert und das wird zum Teil mit Steuer finanziert und dafür führen wir eine Mindestversicherung ein
eine Mindestversorgung ein in der Gesundheit und auch in der Pflege. Und wer was Besseres haben möchte, der muss eben sich zusätzlich versichern. Aber die Mindestversorgung, meine Damen und Herren, da brauchen Sie alle keine Angst zu haben. Die ist schon auf dem Weltmeister oder auf dem Weltniveau. Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Da müssen wir einfach nur mal nach Spanien schauen. Auch dort gibt es eine Mindestversorgung und die ist wirklich sehr gut. Also hier muss niemand Angst haben in Deutschland bei einer Mindestversorgung, dass man dann letzten Endes hier sozusagen auf dem Sterbebett liegt und keine Operation bekommt, sondern es wird ganz normal weitergearbeitet, aber das gesamte System wird komplett neu überdacht und wird auch dann auf andere finanzielle Beine gestellt, sodass es nicht mehr dazu kommen kann, dass jedes Jahr die Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung und Pflegeversicherung steigen. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Hochinteressante Thematik, bewegt wirklich sehr, sehr viele Menschen, bewegt mich persönlich auch. Und ich finde, das muss diskutiert werden. Das muss wirklich sozusagen ein ganz großes Thema auch im Wahlkampf sein, unser Gesundheitssystem. Und ganz ehrlich, meine Damen und Herren, ich traue hier in Deutschland keinem aktuellen Politiker oder Politikerin zu, das System, die Probleme zu lösen. Das müssen andere gesellschaftliche Kräfte machen. Das muss sozusagen auch letzten Endes, wenn es nicht anders geht, im Rahmen einer Volksabstimmung folgen, dass wir endlich die Menschen, endlich die Politiker in Berlin dazu zwingen, die Augen aufzumachen und endlich die Notwendigkeiten anzuerkennen und hier auch keine roten Linien einzuführen, so nach dem Motto, eine einheitliche Bürgerversicherung ist was Kommunistisches, das ist ganz was Schlimmes. Nein, meine Damen und Herren, das ist das Gebot der Stunde. Alle Menschen in Deutschland müssen in eine einheitliche gesetzliche Krankenversicherung einzahlen. Sei es Beamte, seien es Politiker, seien es Selbstständige oder Arbeitnehmer. Alle müssen in diesen Jackpot einzahlen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Sie sehen es auch, ein sehr wichtiges und anstrengendes Thema.